also jetzt mal wirklich ernsthaft, wenn wir gegen die verlieren, zweifle ich an meiner Karriere als CSGO-Player. Aber die sind vor allen Dingen in der Gruppe Good Christian Mom, also gute christliche Mutter. Das heißt, ich werde denen gleich mal schreiben, dass Satan mit ihnen sei. Hold me close till I get up. Und du bist deutsch? Ja. Ja, nice. Das war gesagt, weil ich einfach nichts hinbekommen habe. Komm bitte mal. Okay, das war ein geiles Playball. Thanks, man. Die Typen sind lost. Base? Nice oder wie? Ja, na. Na klar. Ein Lagnese-Eiscreme oder was? Ich bin tatsächlich ein starker Befürworter von Lagnese-Eiscreme, die so lagnesig ist. Gibt's auch hier im Kino. Ganz ehrlich, Leute, macht mal eine Story, wie ihr das Video gerade schaut. Taggt mich drauf auf Instagram. Folgt mir mal generell auf Instagram, Twitter und Twitch. Und im Idealfall macht ihr die Story mit einem Eis drauf. Ich mich sehr freuen. Optimalfall bleibt keiner liegen. Mach mal jetzt nochmal scheiß Screenshots, Alter. Ich hab meine Waffe auch noch weggeworfen, Alter. Ich weiß nicht mehr, wie man sich bewegt und ich hab ihn trotzdem geholt. Ich hab nach einem Screenshot-Knopf gesucht, meine Waffe weggeworfen und ihn auch geholt. Alter Schwede. Hab ich nicht mal erzählt, dass die lost sind? Ja. Also wie gesagt, macht ein Foto, wie ihr dieses Video schaut. Taggt mich dann auf Instagram in der Story und im Idealfall macht das Foto mit dem Eis. Oder mit Eiswürfeln, das ist euch überlassen. Oder tackelt ihn auf Instagram. Ja. Wenn ihr kein Eis oder keine Eiswürfel habt, ist aber auch nicht schlimm. Ich will es trotzdem sehen. Also, haben die An- oder Judenstühle? Ganz ehrlich, das sehe ich gar nicht an, dass ich gegen die Typen so spielen muss. Machen jetzt meine Spezialität und campen einfach aus 400 Kilometern Entfernung den Spawn ab, den Plant ab. Das ist ja auch schon der erste Unfall. Ich bin halt auch kein Aim mehr. Das sind die ersten beiden. Fuck, das war gesagt, das war absolut gesagt. Normalerweise triffst du eine Birne hinter einem Pfeiler. Durch nicht durch einen Pfeiler, sondern Pfeiler. E-F-D-F-E-F. Wasser. Ey, ich hab halt wirklich kein Aim mehr. Ich treff nichts mehr. Wo ist der im Wasser? Digga, du siehst ihn, bist du blind? Ja, er ist blind. Kannst du mir eine M4 legen? Nein. Schade. Weil ich dann ja selbst nichts mehr habe, ist das aber. Ja, das ist nicht mein Problem, wie man im Podcast. Ja, ich weiß, hättest du gesagt, gib mir deine M4, dann hättest du dir auch gegeben. Hätte ich sie dir sogar 7. Digga, ich spiel gerade echt scheiße. Ohne nach viel zu streben. So verämmt gegen den Typen. Ist traurig, dass er mich nicht geholt hat. Wartet er jetzt ein bisschen an. Ganz ehrlich, in der nächsten Runde zeige ich dir jetzt mal unsere. Unsere Geheimwaffe gegen die christlichen Mütter. Digga, ich krieg aber auch straight out of nowhere. Ich krieg hier aus Pakistan. Sehr interessant. Der hat wirklich was. Digga, aber endlich, kann es sein, dass die angemacht haben? Okay, jetzt kommt die Geheimwaffe ins Spiel. Ich tabbe raus, dafür möchte ich mir selber gratulieren. Das ist ein Nabus hier. Na, dann macht das doch. Okay, das dürfte jetzt die Geheimwaffe gewesen sein, die es gebraucht hat, um zu gewinnen. Abgesehen davon, dass ich nicht Satan schreiben kann. Ja, die haben, glaube ich, angemacht. Hätten mir, während ich geflogen bin, Headshot gegeben. Was weiß ich, wir machen jetzt hier mal wieder ein bisschen Spaß. Spaßaktion, die mich wahrscheinlich das Leben kostet. Kannst du dir mal schreiben, dass Satan sie finden wird? Ich bin doch immer nett. Ich verbreite immer fröhliche Botschaften. Ja, das finde ich gut. Beide outside. Plant. Schön. Baustelle oder so. Chill. Hallo, ich will das überleben. Ah ja, Jokes on you im Internet, shit. Feier ich? Ich würde sagen, dass ich Satan beschworen habe, hat geholfen, die zu besiegen. Rechts. Ah, beide wieder da. Jetzt bräuchte sie dir ob. Nee, ich hab dafür eine ob. Pumpen bräuchte ich. Siehst du, wofür brauche ich hier eine ob? Also ganz ehrlich, ich würde bei unseren Gegnern hier ganz klar eine Teufelsaustreibung erstmal vorschlagen. Kranker Step, lol. Hast du den auch nicht gesehen? Doch. Erst so. Ja, ich habe meinen Bildschirm wieder zu dunkel, ich habe den erst gar nicht gesehen. Ich habe hier nicht, du machst deinen Bildschirm immer dunkler, weil der zu hell ist und dann ist er so dunkel, dass du nicht vernünftig spielen kannst. Der letzte Outside irgendwo in Mekka. Ja, das ist mein Plan. Das ist mein Versagen. Jetzt geht er wieder da hinten nach Mekka irgendwie, warum auch immer. Lol. Der hat gesagt, nice, dass wir uns in der Hölle sehen. Finde ich gut. Freue ich mich schon drauf. Okay. Also falls du das siehst, Digga, freu mich, Digga. Halt mir einen Platz bitte frei. Na dann, wie viele Likes, Kommis und Abos wollen wir auf dieses nice Video sehen?
11, 12, 13, 14, 15. Alles klar. Wie gesagt, schickt mir ein Foto, wie ihr das Video schaut, mit einem Eis bitte. Also muss nicht zwangsweise mit einem Eis sein, aber das Eis macht das Ganze etwas premiumhafter. Versteht sich. Ich bin auf meinem Insta, Twitter und Twitch. Alles habt ihr in der Beschreibung verlinkt. Würde mich mega freuen. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Macht die Glocke an. Macht die Glocke auch auf meinem Twitch an. Dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen, wenn ich was hochlade oder wenn ich streame. Das heißt, ihr könnt dahingehend nichts mehr verpassen. Hast du noch irgendwas anzumerken? In Deutsch. Ich kann sogar fliegen. Na dann, Leute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir mit einem Like und einem netten Kommentar. Hallo, Schelle, willst du heute noch was? Ja, Nick. Ich wurde wieder angerufen. Drinja und Deutschland. Alles ballern. Deutschland, viel Spaß. Deutschland. Schönen Abend.